Weihnachtszeit ist Bockbierzeit und das gilt auch für den 16. Bezirk in Wien. Da ist die Otterkringer Brauerei zu Hause. Was die für einen Bock hat, das werden wir jetzt zusammen rausfinden. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr gerade gehört habt, es geht heute um einen starken Bock aus Wien 16, der Otterkringer Brauerei. Viele werden vielleicht überlegt haben, Moment mal, gab es den eigentlich letztes Jahr überhaupt? Ja, den gab es. Allerdings lief er da unter dem Titel Kulturreparatur-Seidel. Und da ging, glaube ich, 1 Euro je Sixpack an das WUK in Wien. Und jetzt gibt es ihn wieder quasi unter dem Namen Bock, so wie er da steht. Es ist ein prämierter Bock. Nicht nur, dass der Bock hier quasi schon eine goldene Farbe hat, sondern ihr seht hier oben auch European Beer Star Gold Award. Und das Ganze war 2019. Also ein prämierter Bock, der damals richtig ausgeholfen hat. Und natürlich ist er heuer genauso gut. Hoffe ich zumindest. Ich habe ihn noch nicht probiert, aber das werden wir jetzt nachholen. Für diejenigen, die sich noch für die technischen Daten interessieren, 6,9 Volumenprozent Alkohol und da es ein Bockbier ist, 16,8 Grad Plato. Also wir sind über der 16 Grad Stammwürze Grenze. Temperaturtechnisch, glaube ich, liege ich hier so bei 8, 9 Grad, also ein bisschen höher natürlich. Wir reden über ein stärkeres Bier und da darf es dann auch mal 2, 3 Grad wärmer sein. Unspektakuläre Bottle Cap, aber trotz alledem sei darauf verwiesen und dann machen wir das Ganze mal auf. Ein schönes Weihnachtsglas, Xmas von Otterkringer. Ich finde, das passt natürlich hervorragend dazu. Und, na, jetzt regnet es gleich. Ha! Na, das habe ich ja sauber hingekriegt. Trotz alledem schauen wir uns das Bier mal an. Wir haben eine schöne, ja, das hat sogar so einen leichten rötlichen Einschlag. Jetzt habe ich extra das Glas vorher nochmal ausgespült. Schau, schau. Also intensive Kohlensäure in jedem Fall. Glanzfein das Bier sowieso, aber es hat eine schöne rötlich-gelbe Farbe. Hat einen, ja, würde ich sagen, leicht beigen Einschlag auf dem Schaum, aber nur minimal. Vielleicht ist es auch die rötliche Farbe, die von unten so ein bisschen herrührt. Und wir haben dann eine, naja, jetzt sind es noch 3 Finger breit und die aber dann extremst kompakt. Wir machen wieder den 45-Grad-Test. Da kommt nichts raus aus dem Glas, obwohl es eigentlich randvoll gefüllt ist. So, in der Nase. Ho! Also, dass man so ein bisschen Malzigkeit erwarten konnte, das ist klar, aber es hat auch so eine schöne Honignote. Ein bisschen strohig und ja, kräftige, getreidige Malznoten. Aber so eine schöne, angenehme, nicht so süße Honig. Sehr angenehm. Wir sind wieder. Cheers. Gut, er ist jetzt mit seinen 6,9 Volumenprozent. Oh, na hallo. Na, dann nehme ich nochmal einen Schluck. Er ist mit seinen 6,9 Volumenprozent sicher nicht der stärkste Bock am Markt. Aber was auffällt, es steht hier vollmundig und markant. Steht unten auf dem Etikett drauf. Und dieses Markante, das ist das, was eigentlich, wo ich jetzt eben gerade gesagt habe, jetzt nehme ich nochmal einen Schluck. Man macht so den ersten Schluck und denkt mal, ah, hat eine gewisse Süße. Schöne, leichte Karamellnoten, ein bisschen Malz mit dabei und eigentlich ist es ein schöner, heller Tralala-Bock. Und dann auf einmal kommt genau so ein bisschen die, soll ich sagen, so eine leicht herbe, bittere Note mit rein, ohne jetzt überbordend zu werden, aber die dreht das ganze Ding dann auf einmal so im Mund nochmal rum und gibt dem Ganzen so ein bisschen einen Twist, der für mich persönlich sehr, sehr angenehm ist, weil man hat so das Gefühl, so ah, jetzt nimmt so diese Süße richtig zu und kommt dann die Vollbremsung und dann macht so einen herben Umschlag. Und das finde ich sehr, sehr angenehm, weil eben zum Bier auch für mich Hopfen dazu gehört. Und der macht sich dann eben relativ schnell und direkt bemerkbar.
Es hat eine dezente, fruchtige Note. Das Malz, auch ein bisschen süßlicher, geht eher so in die Biskuitmalz-Richtung rein. Schöne, angenehme Würze auch. Und schöner, mittlerer bis voller Körper. Eine durchaus, wie man gesehen hat, eher etwas präsentere Kohlensäure. In der Textur ganz leichte Öligkeit. Und hinten raus ist es dann tatsächlich ein bisschen wärmend. Es bleibt diese schöne Herbe, angenehme Bittere bleibt hängen. Und so eine leichte Frucht schwingt halt auch noch ein bisschen mit und macht das Bier zu einem idealen Speisenbegleiter im Winter. Allerdings würde ich sagen, wenn man die Flasche getrunken hat, ja, dann sollte man das Auto stehen lassen. Insofern ist das was für den Weihnachtsabend, wenn man dann tatsächlich die Gans oder die Ente oder das Raclette gegessen hat. Oder Raclette, dann noch ein Bock dazu. Dann wird es eng. Na, dann lassen wir es mal bei Gans und Ente oder Geflügel. Aber da passt das sicher hervorragend zu. Otterkringer Bock, der 2019 ausgezeichnete Bock aus dem Wiener Gemeindebezirk Nummer 16 von ProbierTV, gibt es 4 von 5 möglichen Punkten für den Otterkringer Bock. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit noch, ein paar Tage sind es ja dann noch, und lasst uns diese Tage in aller Ruhe genießen, und viele haben ja schon langsam frei, und wir sehen uns auf jeden Fall durch die ganze Weihnachtszeit bis Silvester, Neujahr, und dann 2021 geht sowieso weiter. Bis dann, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.